Oliver Kreuzer, der Geschäftsführer Sport des KSC, ist uns jetzt aus Karlsruhe zugeschaltet. Herr Kreuzer, lassen Sie uns gleich über Philipp Hofmann sprechen. Ist noch gar nicht lange her, wollte er eigentlich weg. Davon merkt man jetzt recht wenig. Wie abhängig ist denn der KSC von ihm? Ja gut, Philipp ist natürlich für uns ein eminent wichtiger Spieler. Das war auch der Hauptgrund, warum wir widerstanden haben, den Anfragen anderer Vereine. Philipp hat letzte Saison für uns sehr viele Tore geschossen, war quasi die Lebensversicherung für den Klassenerhalt. Und aus diesem Grund haben wir auch alles dran gesetzt, Philipp hier zu behalten. Ist denn die Geschichte überhaupt noch ein Thema bei Ihnen? Jetzt wurde ja auch sein Vertrag verlängert. Ist das damit tatsächlich vom Tisch? Ja, absolut. Philipp hat sich jetzt wieder gut eingefunden in die Mannschaft. Philipp hat auch mittlerweile schon wieder 5 Tore erzielt für uns. Von daher gesehen glaube ich schon, dass das Thema aktuell vom Tisch ist. Es ist natürlich klar, dass wenn Philipp weiterhin der Torjäger bleibt, den er war für uns, dann kann es natürlich schon sein, dass in absehbarer Zeit vielleicht wieder Anfragen kommen werden. Aber das Thema stellt sich für uns momentan überhaupt nicht. Sie können ja definitiv froh sein, dass Sie ihn haben. Er trifft, wie Sie es gesagt haben. Jetzt haben Sie 4 Spiele hintereinander gewonnen. Wie erklären Sie sich das, dass Sie jetzt dann doch so richtig in Schwung gekommen sind? Ja, ich glaube, dass wir einfach, was die Leistung anbelangt, relativ gut in die Saison gestartet sind. Zu Beginn natürlich haben wir keine Punkte geholt, aber auch da in diesen Spielen war die Leistung schon sehr ansprechend. Es waren immer Kleinigkeiten, die gefehlt haben, über Sieg oder Niederlage entschieden haben. Jetzt hat sich die Mannschaft in den letzten 4, 5 Spielen dafür belohnt. Wir waren vorne sehr, sehr effizient. Wir haben hinten so gut wie keine Fehler gemacht. Und ja, aus dem Grund haben wir jetzt die letzten 4 Spiele gewonnen. Wie schaut es bei Ihnen selbst aus? Sie haben noch Vertrag beim KSC bis Sommer, glaube ich, nächsten Jahres, 2021. Geht es dann noch dort für Sie weiter? Wir sind momentan in einem sehr guten Austausch und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Aber ich bin guten Mutes, ja. Da sind wir auch. Vielen Dank für das Gespräch, Oliver Kreuzer. Sehr gerne. Alles gut, danke.